Du gehst zur Hauptverkehrszeit in die U-Bahn und entdeckst Massen von T-Rex. Sie sind buchstäblich überall. Manche kaufen Fahrkarten, andere schieben sich durch die Drehkreuze. Was schwierig ist, weil sie so groß sind. Und es gibt auch einen uniformierten T-Rex, der die anderen Dinosaurier in die U-Bahn schiebt, dass ihre Schwänze nicht eingeklemmt werden. Wissenschaftler postulieren, dass die gesamte Population von T-Rex auf der Erde etwa 2,5 Milliarden betrug. Das ist so viel wie die Weltbevölkerung im Jahr 1940 oder die Gesamtbevölkerung von fast 300 New Yorks. Natürlich lebten diese T-Rex nicht alle zur selben Zeit. 2,5 Milliarden ist die Anzahl über den gesamten Zeitraum ihrer Existenz. Normalerweise lebten etwa 3.800 Exemplare auf einer Fläche von Kalifornien. Gleichzeitig lebten immer ungefähr 20.000 Tiere. Als Referenz, heutzutage gibt es ca. 900 Millionen Hunde und 600 Millionen Katzen auf der Erde. Wissenschaftler sagen, je größer ein Tier ist, desto seltener ist es auch. Daher sind unsere süßen Fellnasen auch deutlich in der Überzahl. Der größte je gefundene T-Rex war Sue. Allein ihre Hüfte erreichte die Höhe eines Basketballkorbs. Insgesamt war sie so lang wie ein Schulbus. Sie konnte ein Tempo von 32 Kilometern pro Stunde erreichen. Im Sprint hätte dich ein T-Rex also leicht geschlagen. Verantwortlich dafür waren die stärksten Beine im Tierreich. Seine Fußabdrücke waren so groß wie Bügelbretter. Die Knochen waren hohl, um Gewicht zu sparen. Nur so konnte T-Rex so schnell sein. Trotzdem wog er so viel wie zwei große SUVs. Dieses Gewicht erreichte Tyrannosaurus zum Ende seines Lebens mit etwa 28 Jahren. Um so einen Koloss bei Laune zu halten, musste er mit jedem Biss 500 Pfund verdrücken. Das ist fast ein ganzes Motorrad. Die Nahrungssuche war nicht schwer. Denn T-Rex gehörte zu einem der besten Mixed-Martial-Arts-Kämpfer seiner Zeit. Seine Hauptwaffe war sein Kiefer. Seine Beißkraft entsprach der eines heutigen Alligators. Er brach nicht nur Knochen, sondern könnte sogar Metall verbiegen. Die Zähne waren so groß wie Bananen. Sie hatten eine konische Form und waren spitz wie Nadeln. Der Zahnschmelz war allerdings nur dünn. Er hätte zwar noch kräftiger zubeißen können, hätte dann aber zum Zahnarzt gehen müssen. Vor dem tödlichen Biss rang der T-Rex seine Beute mit einem mächtigen Schlag nieder. Ein Treffer entspricht einer Kollision mit einem LKW. Er könnte sogar Betonwände durchschlagen. Und wenn sein Gegner trotzdem noch stand, konnte er mit seinem Schwanz einen Haken formen. Das Geheimnis seiner schlauen Taktiken war sein Gehirn. Es war doppelt so groß wie das der anderen Dinosaurier. Allerdings kaum größer als das eines Menschen. Überraschenderweise sah dieses grausame Monster als Baby wie ein Küken aus, nur halt viel größer. Manche Wissenschaftler behaupten, T-Rex-Junge hätten Federn gehabt. Der Mythos, ein T-Rex würde unbewegte Objekte nicht sehen, hält sich hartnäckig. Um ihm zu entkommen, würde still stehen bleiben demzufolge ausreichen. Gefährlicher Irrtum. Er konnte 13 Mal besser sehen als Menschen. Noch dazu hatte er einen hervorragenden Geruchssinn. Er hätte dich also wie ein Spürhund ausfindig gemacht. Doch es gab einen Dinosaurier, der 4-mal so groß wie T-Rex war. Argentinosaurus. Er war etwa 40 Meter lang. Das ist so viel wie 2 Tennisplätze. Ein einziger Wirbel von ihm war so groß wie ein erwachsener Mensch. Und er wog so viel wie 2 Boeing 737. Er ist das größte Tier, das je auf der Erde gelebt hat. Aufgrund seiner Größe war die Population nur klein. Bisher konnte nur ein unvollständiges Skelett gefunden werden. T-Rex-Skelette gibt es hingegen über 20. Der Argentinosaurus hätte als König der Dinos eine Krone verdient. Aber er war ein friedlicher Pflanzenfresser. Er bewegte sich mit 8 Kilometern pro Stunde vorwärts. Das ist kaum schneller als ein Mensch. Um seine Masse zu ernähren, musste er permanent fressen. Er hing also die meiste Zeit zwischen Bäumen rum und kaute Blätter. Aggressive Dinosaurier wie der T-Rex fürchteten sich jedoch vor dem gigantischen Argentinosaurus und wagten nicht, ihn anzurühren. T-Rex machte eher Jagd auf Triceratops. Diese Kollegen sind so berühmt wie der T-Rex selbst. Sie sehen wie Nashörner aus und waren 9 Meter lang.
Ihr Schädel war der größte unter allen Landbewohnern. Er machte ein Drittel ihrer gesamten Körperlänge aus. Er war höher, als ein erwachsener Mensch groß ist. Auf der Nase befand sich ein Horn und zwei weitere an der Stirn. Sein Markenzeichen war aber natürlich sein Nackenschild. Obwohl sie mit 800 scharfen Zähnen ausgerüstet waren, waren sie Pflanzenfresser und nutzten ihre Hörner und den Kragen nur zur Verteidigung. Vielmehr waren sie Accessoires, um Weibchen zu umgarnen, ähnlich wie Hirschgeweihe oder Bergziegenhörner. Der Stegosaurus war so groß wie ein Triceratops. Er ist leicht an den Stacheln an seinem Schwanz und den Knochenplatten auf dem Rücken zu erkennen. Er wog so viel wie ein großes SUV. Aber sein Gehirn war kaum größer als das eines Hundes. Nur 70 Gramm. Eine Theorie besagt, dass der Stegosaurus ein zweites Gehirn hatte. Im hinteren Teil der Wirbelsäule gab es eine Erweiterung. Das Rückenmark des Dinosauriers könnte für Reflexe und Notfallhandlungen verantwortlich gewesen sein. Derweil konnte sich das Haupttier mit anderen Dingen befassen. Die Platten auf dem Rücken waren keine Auswüchse seines Skeletts. Sie hatten 17 völlig unabhängige Platten. Vielleicht waren sie mit Blutgefäßen durchzogen und dienten der Temperaturregulation. Auch der Spinosaurus hatte einen langen Fortsatz am Rücken, der wie ein Segel aussah. Der Spinosaurus war fast so lang wie ein U-Bahn-Waggon und wog noch mehr als ein T-Rex. Sein Segel benutzte er wahrscheinlich zum Schwimmen. So konnte er Jagd auf verschiedene Fischarten und die Vorfahren heutiger Stachelrochen machen. Ein Olympiaschwimmer würde gegen ihn alt aussehen. Spinosaurus war zwar viel schwächer als T-Rex, konnte sich aber immens ins Wasser retten. Überreste eines fliegenden Pterosaurus enthielten einen Zahn eines Spinosaurus. Er hat also auch fliegende Beute geschnappt. Der Velociraptor war ein kleiner Dinosaurier. Einem Menschen hätte er nur bis zur Hüfte gereicht. Er war 2 Meter lang. Aufgrund seiner scharfen, zackigen Zähne war er jedoch extrem gefährlich. Seine scharfen 7 cm langen Krallen könnten eine Dose im Handumdrehen öffnen. Fossilienfunde lassen vermuten, dass diese Tiere in Gruppen jagten. Es ist nur eine Theorie, aber falls sie stimmt, könnte man sie mit Piranhas vergleichen. Beute in der Größe einer Kuh konnten sie innerhalb weniger Minuten verschwinden lassen. Sie hatten auch Federn, waren also gleich warme Tiere. Sie sind also mit den heutigen Vögeln verwandt. Der Archaeopteryx ist der Vorfahre vieler heutiger Vogelarten. Er lebte vor etwa 150 Millionen Jahren und war etwa so groß wie eine Krähe. Er hatte einen kleinen Schwanz, ähnlich wie die großen Schwänze der Landdinosaurier. Vielleicht waren sie der nächste Entwicklungsschritt in der Evolution der Dinos. Fliegende Dinosaurier waren die einzigen, die das Massensterben vor 66 Millionen Jahren überlebten. Die Theorie besagt, dass ein monströser Meteorit die Dinosaurier ausgelöscht hat. Zunächst erschien ein heller, orangener Punkt wie die Sonne am Himmel. Als der Meteorit dann in die Erdatmosphäre eintrat, gab es ein gewaltiges Geräusch, das überall auf der Erde zu hören war. Der Einschlag entsprach der Explosion von Milliarden Tonnen Sprengstoff. Die Schockwelle umrundete den Planeten mehrere Male. Die Energie am Eingangsort wurde in Hitze umgeformt und alles brannte wie Zunder. Bruchstücke des Meteoriten regneten zu Boden. Starke Erdbeben und Tsunamis mit Wellen so hoch wie das Empire State Building ließen die Dinosaurier um ihr Leben rennen. Waldbrände trieben sie nach Norden, doch viele von ihnen waren in den Sümpfen gefangen und konnten nicht entkommen. Am Einschlagort blieb ein riesiger Krater mit einem Durchmesser von 140 Kilometern. Der Brocken selbst war so groß wie ganz Manhattan. Fliegende Dinosaurier und Reptilien überlebten die Katastrophe in der Luft. Sie wurden die Urahnen aller heute existierenden Vogelarten.